Am 25. Februar 2020 wurde Bob Chapek zum CEO von Walt Disney befördert. Disney war erfolgreicher als je zuvor. Sie hatten vor ein paar Monaten gerade Frozen 2 veröffentlicht und der Film brach alle Rekorde. Währenddessen war Disney Plus gerade erst 3 Monate zuvor gestartet und wuchs schneller, als sich Disney das je hätte vorstellen können. Die Menschen sahen sich mehr Filme an als je zuvor, reisten mehr als je zuvor und von Covid hörte man nur in den Nachrichten. Doch nur 17 Tage nach seiner Beförderung wurde die Welt unter Quarantäne gestellt und erlebte eine der beispiellosesten Zeiten in der Geschichte. Über Nacht wurden alle Disney-Parks geschlossen, niemand sah sich Disney-Filme im Kino an und Disney konnte seine Filme nicht einmal mehr persönlich produzieren. Disney hatte eine der schlimmsten Krisen seiner Geschichte erlebt und der Mann an der Spitze war gerade mal 17 Tage im Amt. In den nächsten 2 Jahren erlebte Disney einige seiner tiefsten Tiefen und einige seiner höchsten Höhen. Disney Plus schoss auf über 100 Millionen Abonnenten und stellte Netflix in den Schatten. Gleichzeitig waren die Parks mit einem Wert von mehreren 100 Millionen Dollar wie ausgestorben. Trotz der glorreichen Höhen und schrecklichen Tiefen schien Disney insgesamt auf dem richtigen Weg zu sein. Mitte 2021 erreichte die Disney-Aktie neue Allzeithochs und überschritt eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar. Doch all dies sollte sich 2022 ändern. Die ersten Anzeichen einer Rezession waren am Horizont zu erkennen. Und als die Menschen ihre Ausgaben einschränkten, wurde Disney härter getroffen als durch die Pandemie. Tag für Tag erreichte Disney neue 52-Wochen-Tiefststände, neue Tiefststände, neue Tiefststände. Tatsächlich erreichten sie sogar wieder ihre schlechtesten Werte aus der Pandemie und es stellte sich heraus, dass Disney Plus bei weitem nicht so erfolgreich war, wie die Medien uns glauben gemacht hatten. Die Abonnentenzahlen sanken, die Plattform verlor Milliarden und es gab sogar Anzeichen für einen Bilanzbetrug. Die Aktionäre waren natürlich wütend und nach 999 Tagen wurde entschieden, dass Bob Chapek mehr Schaden als Nutzen angerichtet hatte. Im November 2022 wurde Bob Chapek als CEO von Disney entlassen. Um noch Salz in die Wunde zu streuen, wurde sein Vorgänger Bob Iger zu seinem Nachfolger ernannt, was die Disney-Fans feiern würden. Schauen wir uns also Bob Chapeks turbulente 999 Tage an der Spitze an und warum er wirklich aus dem Top-Job gefeuert wurde. Um direkt zum Punkt zu kommen, Disney hat angeblich herausgefunden, dass Bob Chapek die Bücher frisiert hat, um die massiven Verluste von Disney Plus zu verbergen. Es ist nicht überraschend, warum er das getan hat. Er hatte gerade erst den Posten des CEO übernommen und das in einer der schlimmsten Phasen der Unternehmensgeschichte und wenn er bleiben und die Aktionäre beeindrucken wollte, musste er beeindruckende Zahlen vorweisen. Das war allerdings fast unmöglich, wenn die Hälfte des Unternehmens geschlossen ist und die andere Hälfte nur super niedrige Abonnementgebühren verlangt, um überhaupt Leute ins Haus zu bekommen. Also hat Chapek angeblich zur guten alten kreativen Buchhaltung gegriffen und gehofft, dass es niemand merkt. Ehrlich gesagt war, was er getan hat, ziemlich clever. Er hat nicht einfach Zahlen aus der Luft gegriffen oder erfunden, stattdessen ordnete er einfach einige Ausgaben neu an, um bestimmte Teile des Unternehmens besser aussehen zu lassen, als sie es tatsächlich waren. Das beste Beispiel hierfür waren 2 Fernsehserien namens The Mysterious Benedict Society und Doogie Kamaloa MD. Die Produktionskosten dieser Serien sind nicht bekannt, lagen aber wahrscheinlich im zweistelligen Millionenbereich. Wenn wir von 50 Millionen Dollar pro Serie ausgehen, haben wir Produktionskosten von insgesamt etwa 100 Millionen Dollar und dazu kommt noch das Marketing, also ziemlich hohe Ausgaben. Aber Chapek fand angeblich einen cleveren Weg, diese Kosten von Disney Plus abzuwälzen. Er strahlte diese Serien einfach kurz vor der Veröffentlichung auf Disney Plus auf dem Disney Channel aus. Auf diese Weise konnte er die Marketing- und Produktionskosten der Show als Kosten des Disney-Kanals und nicht als Kosten von Disney Plus abschreiben. Anstatt also jeweils 50 Millionen US-Dollar zu kosten, schienen sie nur 20 oder 30 Millionen US-Dollar zu kosten. Das mag nicht nach einer großen Sache klingen. Soweit wir wissen, hat er immer die richtigen Zahlen angegeben. Er hat die Kosten nur geschickt auf verschiedene Medienbereiche von Disney verteilt. Das ist zwar clever, aber auch extrem irreführend. Investoren werden plötzlich glauben gemacht, dass diese Shows eine außergewöhnliche Rendite in Bezug auf Kosten und Zuschauerzahlen erzielt haben, was sie dazu verleitet, schlechte Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel erweckte diese Taktik den Eindruck, dass sich die Veröffentlichung von Filmen auf Disney Plus mehr lohnte, als es in Wirklichkeit der Fall war. Wenn eine 10 Millionen Dollar Show so viel Zuschauerzeit generieren konnte, stellt euch vor, was ein 150 Millionen Dollar Flaggschiff-Film einbringen könnte. Die Wahrheit ist allerdings nicht viel.
Streaming-Plattformen sind zwar eine großartige Möglichkeit, um wiederkehrende Einnahmen mit Filmen zu erzielen, die bereits in den Kinos gelaufen sind, aber sie sind eine schreckliche Möglichkeit, um neue Veröffentlichungen zu monetarisieren. Aufgrund möglicher, fragwürdiger Buchhaltungspraktiken waren sich der Vorstand und die Investoren dessen jedoch nicht bewusst und erlaubten es, dass Filme wie Soul, Disenchanted und Hocus Pocus 2 direkt auf Disney Plus veröffentlicht wurden. Und da Chapek mit diesen großen Namen keine Trickserien machen konnte, dauerte es nicht lange, bis die Investoren die Wahrheit über Disney Plus erkannten. Und sagen wir einfach, dass Disney jetzt genau den entgegengesetzten Ansatz verfolgt, wenn es darum geht, Filme auf Disney Plus zu bringen. Bei Avatar 2 hat Disney beispielsweise nach dem Kinostart im Dezember 2022 ganze 6 Monate gewartet und ihn erst im Juni 2023 auf Disney Plus veröffentlicht. Wenn Chapek nicht mutmaßlich mit den Zahlen gespielt hätte, hätten die Führungskräfte vielleicht viel schneller zu diesem Schluss kommen können, wie es Universal Studios mit James Bond No Time to Die getan hat. Aber stattdessen haben sie Filme mit großen Budgets auf Disney Plus veröffentlicht und eine Menge Geld verloren. Chapeks angebliche Handlungen sind allerdings nicht nur irreführend, sondern man könnte auch vor Gericht argumentieren, dass es sich um Wertpapierbetrug handelt. Schließlich verstößt die Irreführung von Investoren gegen die SEC-Vorschriften und Regeln, aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn Disney Plus war nicht der einzige Ort, an dem es zu seltsamen Geschäften gekommen sein könnte. Laut dem Whistleblower Sandy Kuba hat Disney auch bei den Disney Parks jahrelang die Bücher frisiert, lange bevor Chapek die Geschäftsführung übernahm. Aber das bedeutet nicht, dass Chapek aus dem Schneider ist, denn ratet mal, was Chapek für einen Job hatte, bevor er CEO wurde. Nun, er war seit 2015 der Vorsitzende von Disney Parks and Resorts, also schien es nicht so, als wäre die Disney Plus Sache sein erstes Vergehen gewesen. Laut Sandy Kuba hat Disney buchhalterische Tricks angewendet, um die Parkeinnahmen zu übertreiben. Hier sind einige der Tricks, die Disney angeblich angewendet hat. Ihr wisst doch, dass man manchmal Geschenkgutscheine zu reduzierten Preisen bekommt. Zum Beispiel könnte man einen Geschenkgutschein im Wert von 500 US-Dollar für 395 US-Dollar oder so kaufen. Nun, Disney verkauft regelmäßig Geschenkgutscheine mit Rabatt, aber anstatt den Betrag zu verbuchen, den die Kunden tatsächlich für den Geschenkgutschein bezahlt haben, soll Disney angeblich nur den Nennwert des Geschenkgutscheins verbucht haben. Und wenn man von Gutscheinen ausgeht, die regelmäßig um 20% reduziert werden, werden demzufolge die Gutscheineinnahmen ständig um 20% zu hoch angegeben. Das war nicht der einzige Trick, den Disney mit Geschenkgutscheinen im Ärmel hatte. Wenn sie wütenden Kunden kostenlose Gutscheine gaben, wurde das anscheinend auch als erwirtschafteter Umsatz gezählt. Außerdem soll Disney den Umsatz jeder Geschenkkarte 2-mal gezählt haben, einmal beim Kauf und einmal bei der Verwendung. Es scheint auch, als hätten einige dieser Tricks nicht nur für Geschenkgutscheine gegolten, es scheint, als hätte Disney regelmäßig alle möglichen kostenlosen Artikel als erwirtschaftete Einnahmen verbucht. Nehmen wir zum Beispiel an, man hat ein Hotel bei Disney gebucht und eine kostenlose Runde Golf im Wert von 100 US-Dollar erhalten. Disney würde dies anscheinend als erwirtschaftete Einnahmen verbuchen, obwohl man nichts dafür bezahlt hat. Außerdem hat das niemand manuell im Verborgenen gemacht. Diese Tricks waren offenbar in die Software selbst eingebaut, so dass es leicht war, die Einnahmen systematisch um Milliarden von Dollar zu überhöhen und es fast unmöglich war, dies ohne Insiderwissen zu erkennen. Sandy versuchte natürlich zunächst, diese Probleme intern zu lösen. Sie versuchte, leitende Angestellte und das Prüfungsteam zu kontaktieren, aber diese taten offensichtlich nichts anderes, als sie zu bedrohen. Sie teilten ihr mit, dass Disney es als Vergeltungsmaßnahme gegen das Unternehmen betrachten würde, wenn sie ihre Bedenken bezüglich der Praktiken des Unternehmens an anderer Stelle melden würde. Ehrlich gesagt, wäre es in Sandys bestem Interesse gewesen, einfach den Mund zu halten. Aber sie entschied sich, den Mut zu haben und es der Aufsichtsbehörde SEC zu melden. Ich denke, es wird euch nicht überraschen zu hören, dass sie kurz nach der SEC-Meldung entlassen wurde. Es ist nicht klar, was die SEC seitdem in diesem Fall unternommen hat, aber es ist definitiv nichts Nennenswertes. Es ist also durchaus möglich, dass Disney bis heute solche Taktiken anwendet. Sandy zufolge war das Schlimmste während der Finanzkrise 2008, als Disney seine Einnahmen möglicherweise um bis zu 6 Milliarden US-Dollar zu hoch angegeben hat. Zum Vergleich, Disneys Gesamteinnahmen aus den Parks beliefen sich 2009 auf 10,6 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass bis zu 60% dieser Einnahmen möglicherweise betrügerisch waren. Man muss bedenken, dass die Disney-Parks in den Jahren 2020 und 2021 natürlich eine noch viel schlimmere Zeit durchgemacht haben. Also wer weiß, wie viel Betrug hinter den Kulissen stattgefunden haben mag.
Wie ihr sehen könnt, war das Fälschen von Zahlen bei Disney Plus vielleicht nur der letzte in einer langen Liste von Regelverstößen für Bob Chapek, aber es war das erste Mal, dass er mit echten Konsequenzen konfrontiert wurde. Die SEC verhängte eine Geldstrafe gegen Disney, weil, ich mach nur Spaß, habt ihr wirklich gedacht, dass eine Aufsichtsbehörde etwas unternehmen würde? Ach, im besten Fall könnten sie Disney eine Geldstrafe von 100 Millionen Dollar oder so auferlegen. Die wirklichen Konsequenzen für Chapek wurden vom Vorstand und den Aktionären gezogen. Ich glaube nicht, dass sich der Vorstand allzu sehr um die gefälschten Zahlen gekümmert hat, außer dass sie schlechte Presse verursachten, aber etwas, das ihnen wichtig ist, ist, was unterm Strich steht. Und Chapek konnte da nichts nicht liefern. Tatsächlich hat er nicht nur nicht geliefert, sondern auch einige schreckliche Zahlen vorgelegt, die möglicherweise von Anfang an gefälscht waren. In Wirklichkeit sind diese Zahlen also wahrscheinlich noch schlechter als die berichteten, aber die offiziellen Zahlen deuten auf Folgendes hin. Kurz bevor Chapek gefeuert wurde, meldete Disney Plus einen Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Quartal. Um die aktuelle Burn-Rate von Disney auszugleichen, müssten 62,5 Millionen Menschen Disney Plus abonnieren und dort für immer nichts anschauen. Vor 2 Jahren, als sich aufgrund der Pandemie alle anmeldeten, mag das vernünftig geklungen haben, aber jetzt passiert genau das Gegenteil. Im letzten Quartal verzeichnete Disney Plus einen Verlust von 2,4 Millionen Abonnenten. Letztes Jahr wurde Netflix totgesagt, weil es zum ersten Mal seit 10 Jahren Abonnenten verlor und selbst das waren nur 500.000. Disney Plus verliert fast das Fünffache dieser Zahl und das nach nur 3 Jahren. Ich glaube nicht, dass es dem Vorstand schwergefallen ist, Chapek die Kündigung zu geben. Es war einfach Zufall, dass es genau 999 Tage nach Chapeks Amtsantritt war. Für Chapek war das wahrscheinlich ziemlich demütigend und schrecklich für seinen Ruf, aber in Bezug auf die Entschädigung hat es ganz gut funktioniert. Er erhielt großzügige 20 Millionen US-Dollar, obwohl er die Disney-Aktie auf ein Pandemietief zurückgebracht, Disney Plus zu einem Fass ohne Boden gemacht und Investoren möglicherweise jahrelang in die Irre geführt hatte. In der Zwischenzeit hofft Disney, dass sein ehemaliger CEO Bob Iger wieder Wunder vollbringen kann. Iger war für alle Akquisitionen verantwortlich, für die Disney heute bekannt ist, darunter Pixar, Marvel, Lucasfilm und 21st Century Fox. Disney hofft also, dass Iger auch bei Disney Plus ein Wunder vollbringen kann, aber das wird sich erst noch zeigen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.